Mann, Siebe. Die politische Late-Night-Show hat letzten Dienstag mal so richtig auf die Pauke gehauen. Eine Gruppe von Konvertiten, die als Loser dargestellt werden, Bomben, Maschinengewehre und Hass. Frauen im Niqab werfen Handgranaten und zur Krönung des Ganzen wird der edle Koran bezichtigt, das Buch von Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu sein. Das alles aber selbstverständlich stets unter dem Deckmantel der Satire. Aber mal von dem ekelhaften Sketch abgesehen. Uns geht es an dieser Stelle um etwas ganz anderes. Und zwar ist es wirklich sehr interessant, wie man über die gesamte Sendung hinweg versucht hat, die sogenannten Islamisten irgendwie mit Rechtspopulisten gleichzusetzen. Angefangen wurde erst mit Witzen, wie zum Beispiel, was haben ein Islamist und ein Nazi gemeinsam? Beide haben keinen Humor. Bis hin zu einer Aussage von Ebu Bekir Rieger, die anscheinend aus seiner Jugendzeit ausgegraben wurde, in der er über den Holocaust spricht. Damit sollte nämlich vermittelt werden, dass sich in einem Islamist auch gleichzeitig ein Nazi verbirgt. Zum Abschluss des Ganzen, nach dem Sketch, wurde das Thema dann wieder geschickt eingefangen und der Moderator beendete mit den Worten: Im nächsten Jahr kommt die Sitcom How I Met My Führer. Damit wird also noch einmal bestärkt, dass Nazis und Islamisten thematisch sehr eng verbunden seien. Aber warum das Ganze? Warum wird so viel Wert darauf gelegt, die sogenannten Islamisten mit Nazis gleichzustellen? Also, wir leben in einer Gesellschaft, die stark geprägt ist von einer Hetze gegen den Islam. Die Konsequenz daraus ist logischerweise, dass Muslime ausgegrenzt werden und Islamophobie entsteht. Nun ist das aber gerade in Deutschland ganz schnell sehr problematisch, denn es besteht die Gefahr, als rechtspopulistisch oder noch viel schlimmer, als Nazi zu gelten. Es muss also eine Lösung her, in der es möglich ist, zum einen dem Islamhass ein gewisses Ventil zu geben, aber zugleich nicht als rechts zu gelten. Und wie macht man das? Genau wie in dieser Show eben. Man zeichnet ein Bild, in dem bestimmte Extreme vorherrschen, damit man dann selbst die Mitte darstellt. Die Extreme in diesem Porträt sind in einem Eck die Islamisten und in dem anderen die Rechtsradikalen. Wenn dieses Bild dann erst einmal vollständig ausgemalt ist, steht man dann selbst in der neuen Mitte und kann nicht mehr als Rechtspopulist gelten. Somit kann man dann endlich ruhigen Gewissens alle praktizierenden Muslime pauschal als Extremisten diffamieren und seinem Islamhass freien Lauf lassen. Dass man damit aber weder das Problem löst, noch einen akzeptablen Umgang mit Minderheiten etabliert, scheint wohl keiner wirklich wahrzunehmen. Letztendlich wird damit die Islamhetze in der neuen Mitte vollständig legitimiert und der Druck auf uns Muslime wird ungemein erhöht.